Mann, ich mache es. Ich spiele irgendwie doch böse, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Einfach, weil ich es aus gutem Gewissen irgendwie anscheinend falsch mache. Jedenfalls dann, wenn es drauf ankommt, ne? Scheiße. Yes? Nee, okay. Goodbye, Mr. Petrescu. Ich weiß jetzt nicht, was das alles bedeutet, aber weißt du was? Wir werden jetzt schlafen. Ich will wissen, was passiert. Ich will wissen, was passiert, ehrlich gesagt. Obwohl, erstmal erstatte ich Lady Ashbury Bericht. Okay. Ja, ich erstatte ihr erstmal Bericht, glaube ich, solange die ganzen Mobs hier noch nicht da sind. Die ganzen Feinde. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Habt ihr denn noch irgendwas zu sagen? Nein. A gun? Und der Junge? Mit dem habe ich vor lange nicht gesprochen. Piss off, ey. Mit dem habe ich vor lange nicht mehr gesprochen, aber ja, trotzdem nichts. Goodbye, Young. Man. Ah, ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, hätte der Bezirk sowieso gelitten? Ich verfolge die Quest doch gar nicht mehr so. Hätte der Bezirk sowieso gelitten? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Habe ich es falsch gemacht? Hätte ich sie verschonen sollen? Ich wollte aber nicht, dass sie kündigt. Das klang auch irgendwie so scheiße. Ja, kündige. Ich wollte ja, dass sie in dem Bramble Hospital weiterarbeitet, weißt du? Ich dachte, das wäre ganz gut. Hä, muss ich nicht hier durch? Aber irgendwie habe ich es... Whoever left these marks did so deliberately. Oh ja, stimmt. Folge ich mal. Bin ja Vampir. Kill it, boy! Hä, Vincent Sheen und Toby Sheen. Charlie Sheen oder was hier? Was haben die gemacht, um mich zu jagen, weil ich ein Vampir bin? Ich bin ja dumm. ich bin ja doof. Oh, jetzt. Moment, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Wieder ein bisschen Blut. Jawohl, wunderbar. Ein bisschen heilen. Na, ich will die Kleinen hier erstmal haben. Woo! Nein. Okay, warte. Wieder ein bisschen heilen. Das sind ja jetzt halt zwei, ne? Woo! So, oh, komm mal her. Jetzt kommen wir hier wieder die Kleinen. Nein, wuhwala, nicht diese Wolke. Die ist immer so komisch. Oh, scheiße. Heilen. Na. Ich will erstmal den großen, einen großen wenigstens haben. Jawohl. Schon mal einen weniger. Oh, schnell raus aus dieser Wolke, die ist irgendwie immer voll komisch. So. So. Erstmal wieder heilen. So. Bisschen Blut wiederholen. Na. Ah, Tobi. Ist doch Tobi, ne? Ja. Daneben. So. Nein, ach, raus hier. Weg. Heilen. Und Action. Oh Mist, keinen getroffen.
Sehr schön. Hört doch. So. Sehr schön. Musste sein, ne? Schlägerei hier. Scheiß Vampirjäger. So, habt ihr denn hier noch irgendwas? Dass ich irgendwas mitnehmen kann oder so? Aber die wussten, dass ich auf dem Weg zum Krankenhaus war, ne? Schlawiner. Ja, und soll ich jetzt hier drunter kriechen oder was? Damit der Wagen dann auf mich fällt. Oder was? Wie so eine Mausefalle. Okay. Für was werde ich bezahlen? Ja, kommt Leute. Ganz ehrlich, was denkt ihr denn? Dass ich doof bin? Oh. Ich greife nicht vier ohne Grund an. Ich will XP, bevor ich jetzt schlafen gehe. Und? Ja. Wow. Ah, scheiße. Gut, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Jawohl, die haben wir gleich. Super. Sehr schön. Genau, hier war der eine Schwere immer gewesen. Richtig. Gleich bin ich beim Krankenhaus. Woo. Wässrige, reichhaltige Blutprobe. So, dann erzähle ich dir das mal. Ich meine, ich kann ja jetzt eh meine Taten haben. Alle Konsequenzen habe ich hier gelernt. Ach man, naja, vielleicht hätte ich dann... Aber Dorf 4 wäre eh weg gewesen aus dem Krankenhaus. Ah, ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Richtig, ich weiß es nicht. Oh, was ist hier los? Erwischt. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Mitgefühl verschleiert nur ihre Begierden. Letztendlich sind sie eine Mörderin. Er hat ihnen vertraut. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Sie müssen sich nicht entschuldigen, also war der Vorwurf wahr. Letzten Endes sind wir Vampire. So in the end, the ich habe bis jetzt noch keinen gefressen. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so... As a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan.
Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Hm, okay. War dir das nicht, aber das war mir schon klar gewesen. Das bedeutet, nur ein höherer Vampir kann mich zu so einem Vampir gemacht haben, wie ich ihn, wie ich einer bin. Ich bin ja kein Skull. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Okay, also der war schon totgeweiht, wirklich? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Dann würde ich dir mal glauben, hä? I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. Schon bitte. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Sie ist 27? Oh, okay. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Okay, das bedeutet, er ist also nicht mehr in Großbritannien. Unwahrscheinlich, dass ich ihn wohl treffe, oder? Ist er zurückgekommen? When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Interessant. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Ja, das glaube ich aber ehrlich gesagt auch. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Hm. Wie viele Vampire leben in London? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed. And we often tend to hide, but you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel, to let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night, but we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental.
Das bedeutet, jemand hat es absichtlich getan, mich zu einem Vampir zu machen, was ich auch vermutet habe, sonst wäre die Geschichte nicht so spannend. Aber das bedeutet auch, dass es nur eine kleine Gruppe von Vampiren gibt. Das bedeutet, es gibt einen kleinen Kreis, der es gewesen sein könnte. Und warum? Warum hat man mich zu einem Vampir gemacht? Und wer? Warum? Verstehe ich nicht. Es dürften aber nicht viele mögliche Verdächtige geben eigentlich, ne? Außer ihr Meister ist vielleicht zur Insel zurückgekehrt. Weil ich weiß auch nicht, warum er sie zu ihrem Abkommen gemacht hat, zu seinem. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Verstehe. Sie hat da auch schon einiges miterlebt, glaube ich. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Oh, ich werde das schon aus ihm rauskriegen. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Oh, wie denn das? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Ja, aber dann? Und dann? Ich meine, ich mache das von den anderen Leuten, trinke ich da auch das Blut und die werden nicht zu Vampiren. Oder? Darf ich die nur nicht aussaugen? I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Oh, okay. Ich bin also was Besonderes. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Das habe ich nie bezweifelt. Bin ich denn ein Vampir? A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Also kein Vampir, sondern ein Ekon. Ein Ekon ist ein Vampir? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are a branch of the immortal tree. Es gibt also noch mehr Leute, die unsterblich sein können, wie Skulls zum Beispiel. Huh. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay, dann habe ich, glaube ich, hier alles erfahren über uns, mich, dich, ihr, wir, sie, keine Ahnung. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Analysiere das Blut. Okay, alles klar, dann mache ich das doch mal gerade. Warte mal, wir machen eine Abkürzung. Ist doch eine Abkürzung, oder? Warte mal, ging es nicht hier hoch? Ach, ist egal. Ich hab's irgendwie komplett verkackt. So. Ne, irgendwie hat das mir nichts gebracht. Warte mal, was hatte der denn noch mehr hier? Ah ne, der erholt sich auch, okay. Ich
dachte, der hätte noch irgendeine Krankheit. Ich analysiere das gerade mal. So, jo. Da hat jemand gestöhnt, aber... geht allen gut.